nimmt man nämlich dasjenige Bier ernst, was Freud sagt, dass die Abzählbarkeit aller schnöden Dinge dieser Welt, sprich alle Wort und damit Sachvorstellungen, immer nur Wiederholungen sind, die basieren auf einer Urrepräsentation, also alle Weltvorstellung auf eine Urweltvorstellung zurückgeht. Und nimmt man des Weiteren an, dass die erste Welt, nämlich in der ich noch eine andere war, nämlich seine Repräsentationen an jenem Fels oder Gummibärchen der urerst einzigen entwickelte, dann muss man auch annehmen, dass alle Akzidenzien, die der Weltvorstellung untergejubelt werden, auf diese ersten Vorstellungen von den Akzidenzien dieser urerst einzigen zurückgehen. Unerklärlichkeit, Unfassbarkeit, Unerreichbarkeit, nicht erklärbares, infernalisches Verhalten und all die Dinge, die wir gerade schon genannt hatten. Sobald die Urteilsfunktion qua Negation bei Hippolyt eintrifft, werden diese ersten feurigen Signifikanten verworfen und kehren dann ein in einen anderen Modus. Ein besonderes Phänomen macht jener besondere Prozess der Verdrängung aus, der eben nicht die Verdrängung ist, die Negation, sondern der Beginn des Sublimationisten, der ja sein Leben lang nichts anderes betreibt als die Dignifizierung des Dings, weil diese Entwicklung möglichenfalls in den ersten Urrepräsentationen etwas gelang, durch eine vollständig verschlingende Mutter, die nicht nur sagte, du wirst immer an erster Stelle bei mir sein, sondern die vermittelte, du wirst immer einzig und ausschließlich allein an einziger Stelle bei mir fungieren, bevor dann auch hier der Überraschungsschnitt kam mit antizipatorischer Sicherheit einer unmöglichen Ungewissheit, die den Kluftrissspalt dann noch anders verwirbelte als bei den normalen verdrängungsneurotischen Subjekten. Bei den Bastarden, bei den Psychopathen findet auch ein anderer Prozess als bei den Neurotikern statt, aber darüber haben wir heute keine Lust zu sprechen.